Herzlich willkommen zurück zu The Longest Journey. Wir sind im letzten Video hier in der Akademie angekommen und es wird, denke ich, Zeit, dass April mal an ihrem Bild arbeitet. Aber vorher schauen wir uns hier noch ein bisschen um, denn das haben wir bisher nicht gemacht und beginnen auch gleich mal hier mit der Holoskulptur. Emma gestaltet tolle Sachen mit dem Holobildner. Wenn wir nicht befreundet wären, könnte ich glatt neidisch werden. Na, zum Glück seid ihr ja befreundet. Also kein Konkurrenzkampf. So, hier scheint nichts zu sein, aber hier haben wir Pinsel und Palette, natürlich Aprils Handwerkszeug, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, aber vorher schauen wir es uns an. Mein Handwerkszeug. Hier oben leiht sich wenigstens niemand meine Sachen aus. Ja, sowas hat man doch gern, wenn sich das jemand borgt oder nicht zurückbringt. Wie heißt es doch so schön, Wiedersehen macht Freude, aber wir stecken das mal ein, werden wir gleich benötigen, wie gesagt. So, und dann gucken wir mal, hier haben wir noch was, Skizzen. Meine jüngsten Skizzen. Stumme Zeugen meiner mangelnden Inspiration. Okay, und dann haben wir hier die Leinwand. Ja, das ist alles die Leinwand. Dann schauen wir doch mal hier drauf. Es gibt nur zwei Sachen, die schlimmer sind als eine weiße Leinwand. Der Tod und Steuern. Wenn du das so siehst. Okay, dann würde ich sagen, wir beginnen einfach mal. Und zwar verwenden wir hier unser Malzeug mit der Leinwand und los geht's. Na, da scheint uns wohl jemand besuchen zu kommen. Mal sehen, wer das ist. Na, du? Emma! Hi, mit dir hatte ich heute gar nicht gerechnet. Ich auch nicht. Hast du zu tun? Nee, wollte gerade für heute Schluss machen. Warum, was gibt's? Ich habe eine Botschaft für dich. Eine Botschaft? Ja, von wem ist die denn? Wäre ja eigentlich ganz interessant, aber der Inhalt hoffentlich nicht von meiner Mutter. Nee, wir fragen einfach mal nach, von wem die ist. Nanu, von wem denn? Freundin, du glaubst es nicht, von Cortez. Wie bitte? Er will sich mit dir treffen, wo Kinder ihre Träume vorstellen. Das waren seine Worte. Träume vorstellen? Was soll das heißen? Ich dachte, du weißt es vielleicht. Schon wieder Cortez? Was hat er nur mit April im Hut? Und warum schickt er so kryptische Nachrichten, wo eigentlich keiner weiß, was das zu bedeuten hat? Ich frage mal nach, ob er vielleicht noch irgendwas gesagt hat, was uns den Hinweis geben kann, wo genau wir hin müssen. Hat er noch was gesagt? Nein, das war alles. Sag mal, habt ihr beiden etwa eine geheime Affäre? Aber klar, wir wollen heute Abend noch nach Afrika durchbrennen. Ich bin ja so aufgeregt. Wie romantisch. Señor Cortez, dein Latin-Lover. Was die von April hält. Aber zum Glück findet sie das ja noch ganz lustig. Ja, hat er was über Albträume gesagt? Mal wieder? Hat er etwas über Albträume gesagt? Nein, wieso? Ich weiß nicht. Meine Träume machen mir langsam Angst. Schon wieder deine Träume. April, es sind nur Träume. Manchmal ist eine Banane nur eine Banane, weißt du? Zigarre. Ich glaube, der Spruch geht eigentlich, manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. Und ist ein Drache nur ein Drache? Ja, das nehmen wir mal. Und ist ein Drache nur ein Drache? Was haben Drachen damit zu tun? Sag nicht, du hast von Drachen geträumt. Von einem sprechenden Drachen. Es wird mir noch leid tun, aber was ist im Traum passiert? Also, da war ein Drache. Soweit waren wir schon. Du hast von einem Drachen geträumt. Nicht irgendein Drache, er konnte sprechen. Auch das hatten wir geklärt. Was hat er also gesagt? Sie, es war ein weiblicher Drache. Wie hast du das erkannt? Am Lippenstift und den hochhackigen Schuhen? Mach dich nicht über mich lustig. Sie sagte, ich sei die Mutter der Zukunft. Wahrscheinlich eher, wach auf und geh zum College, April.
Wenn du meine Träume nicht ernst nimmst, sage ich nichts mehr. Versprochen? Nimm den Mund nicht so voll. Hast du dir deine letzten Skulpturen mal genauer angesehen? Oh, das war gemein. Trotzdem, kommst du mit ins Fringe etwas essen? Ja, ich komme nach, wenn alles weggeräumt ist. Ja, wir wollen natürlich dabei sein und Party machen oder was auch immer die da zu tun gedenken. Ich komme nach, wenn ich alles weggeräumt habe. Ich werde eine Weile dort sein. Bis dann. Bis gleich. Und weg ist sie. Oder, naja, noch nicht ganz. Wer ist da? Puh, das war kein Traum, glaube ich. Tja, war es eine Halluzination oder was? Aber wir haben einen Tagebucheintrag bekommen, da schauen wir doch direkt mal nach. Freitagnachmittag und ich habe tatsächlich was auf die Leinwand gebracht. Woher der zugegeben kleine Ausbruch von Kreativität? Liegt's am Wetter? Am heißen Kakao gestern Abend? An meinen Träumen? Träume. Eher Albträume von einem Waldgeist, einem weiblichen Drachen und einem Chaosstrudel, wem da nichts Kreatives einfällt. Ich male also ein paar Stunden an meinem Bild, dann kommt Emma, erklärt mir, dass dieser Cortez mich sprechen möchte. Und anstatt Emma zu sagen, wo, gibt er ihr ein Rätsel für mich auf, wo Kinder ihre Träume vorstellen. Mann, ist der Typ schräg, der kann lange warten. Jetzt ist es soweit, ich bin allen Ernstes verrückt geworden. Aber dass meine Albträume mich noch am Tag verfolgen, ist wirklich der Gipfel. Aber es war da und es war keine Einbildung. Drogen nehme ich nicht. Ekliges Zeug. Also muss ich ziemlich krank im Hirn sein, wenn ich schon lebendig gewordene Hologramme sehe. Aber wenn ich verrückt bin, warum sehe ich dann im Moment keine rosa Kaninchen? Und warum ist niemand was an mir aufgefallen? April, warum guckst du so irre? Oder so ähnlich. Vielleicht, ich schreib's ungern. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal mit diesem Cortez reden. Er hat ja gesagt, meine Albträume werden lebendig. Okay, jetzt weiß ich, dass ich verrückt werde. Ja, uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als uns mit Cortez zu treffen, wenn wir antworten wollen. Aber ich würde sagen, vorher schauen wir auf jeden Fall nochmal im Fringe vorbei, wo wir uns gerade mit Emma verabredet haben, weil wir sowieso auch gar nicht wissen, wo wir uns denn genau treffen. Wir müssen ja erstmal dieses Rätsel lösen. Wen haben wir denn hier? Die haben wir vorhin noch nicht gesehen. Ein Mädchen. Hübsche Haarfarbe. Ja, Bonbon rosa. Okay, dann gehen wir weiter. Und am besten erstmal wieder zurück zu den Brücken, wo es so viele Wege gab. Ja, ich würde sagen, das ist der beste Weg. Da können wir uns dann neu entscheiden, wo wir hinlaufen wollen. Ja, und dann werden wir uns erstmal im Café Fringe umschauen. Und versuchen herauszufinden, wo wir jetzt Cortez eigentlich treffen müssen. So, was ist hier los? Skater? Was ist das für eine? Schauen wir uns die mal an. Oha. Wissen die Jungs denn nicht, dass Skateboarden in Newport streng verboten ist? Wow, so streng, dass der Polizist gleich seine Waffe auf die richtet? Meine Güte. Okay, hier geht's zum Café. Da wollen wir hin, also los geht's. So, und da sind wir. Und hier gibt's etwas zum Anschauen. Der Todesstern aus Star Wars, glaube ich. Hey, der Todesstern. Und wenn wir den uns jetzt ein paar Mal anschauen, zitiert April Sachen aus Star Wars. Ich kenne mich da nie so genau aus, aber ich denke, so war's. Lass uns das Ding in die Luft jagen und heimfliegen. Junge, ist das aber ein Riesending. Vertraue der Macht, Luke. Hey, der Todesstern. Okay, das war's. Als ich das letzte Mal gespielt habe, hat mich ein Abonnent darauf hingewiesen, dass ich das doch hätte anklicken können und ich habe es vergessen. Und ja, diesmal habe ich dran gedacht. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Rostige Rohre, ja, die sehen wir ja hier überall eigentlich. Rostige Rohre. Sie sind hunderte von Jahren alt.
damals war Venice noch Industriegebiet. Ha, ein bisschen Lokalgeschichte kenne ich auch. Sehr gut, April, du hast dich informiert. Dann schauen wir mal hier die geheimnisvolle Tür an. Ich habe noch nie jemanden durch die Tür gehen sehen. Ist das nicht eigenartig? Tja, du bist einfach immer zur falschen Zeit hier. So, hier mal das Café. Das Café Fringe, mein zweites Zuhause. Eigentlich arbeite ich ganz gerne dort. Naja, besser als ums Essen betteln zu müssen. Aber nicht viel. Auf Dauer muss ich mir was Vernünftiges suchen. Ja, daran können wir ja arbeiten. So, was haben wir hier noch? Turteltauben und Rucksacktouristen. Die Leute sollten sowas gefälligst hinter verschlossenen Türen machen. Zumindest bis ich selbst einen Freund habe. Ja, sie ist wohl ein bisschen neidisch. Aber der Typ scheint ja auch irgendwie einen Buckel zu haben. Oder ist das die Kapuze von seinem Shirt? Naja. Und die Rucksacktouristen. Was zieht Rucksacktouristen bloß nach Newport? Indien, Australien und die erdnahen Kolonien sind doch viel interessanter. Ja, manche finden aber Venice ganz toll. So, wir gehen mal rein. Wir müssen ja auch noch unseren Lohn abholen, damit wir wieder ein bisschen was in der Tasche haben. Aber erstmal sprechen wir hier mit Charlie, das ist ja auch einer von Aprils Freunden. Das ist mein guter Freund Charlie, mein ältester Freund in Venice. Ich mag ihn sehr gern, als Freund. Okay, das war doch relativ deutlich. Sprechen wir mal mit ihm. Hi, Charlie. April, schön, dass du da bist. Ich wollte dich morgens wecken, aber du warst schon fort. Frühaufstehern gehört die Welt, stimmt's? Nein, Frühaufsteher malen ihre Bilder rechtzeitig fertig. Tja, sie konnte ja sowieso nicht mehr schlafen. Ja, hast du zufällig Cortez gesehen? Hast du zufällig Cortez gesehen? Das habe ich tatsächlich. Er hat nach dir gefragt. Okay. Er hat nach April gefragt? Er hat nach mir gefragt? Ja, wo du wärst. Er hatte eine Nachricht für dich. Ich habe ihn gebeten, sie Emma zu geben, weil ihr euch öfter seht. Emma hat mir die Nachricht gegeben, aber ich verstehe sie nicht. Cortez ist manchmal etwas seltsam, nicht? Manchmal und nur etwas. Das war ja wohl die Untertreibung des Jahres. Ja, weißt du, wo er hingegangen ist? Weißt du, wo er hingegangen ist? Nein. Aber er hat sich das neue Poster bei der Jukebox angeschaut. Okay, das könnte interessant sein. Welches Poster hat er sich angesehen? Das ist ja, glaube ich, jetzt einfach nur nochmal die gleiche Frage. Falls ich jetzt nicht zugehört hätte. Ja, hast du eine Ahnung, wo Kinder ihre Träume vorstellen? Hast du eine Ahnung, wo Kinder ihre Träume vorstellen? In einer Therapiegruppe? Das glaube ich nicht, Charlie. Dann weiß ich es auch nicht. Naja, da vielleicht auch, aber ich glaube nicht, dass uns Cortez in irgendeiner Therapiegruppe treffen möchte. Oder vielleicht hat er April da angemeldet. Danke dir. Jederzeit, April. Okay. Wie läuft's denn heute so? Wie läuft's denn heute so? Vom kaputten Leitungsrohr abgesehen ist alles friedlich. Emma ist mit Markus und Isabel da. Sonst war heute nichts los. Die Leute sind bestimmt zu Hause, im Schatten. Oder verreist. Genau zur richtigen Jahreszeit. Im August soll es noch heißer werden als jetzt im Juli. Du hättest den Sommer auf dem Land verbringen sollen, da ist es kühler. Ja, und unser Sommer ist ja dieses Jahr eher, naja, regnerisch, würde ich sagen. Als Sommer kann man das eigentlich gar nicht bezeichnen, was wir hier haben. Stimmt. Bei uns daheim war der Sommer erträglicher. Auf St. Vincent war es öfter so heiß. Mein Vater war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Manchmal hat er sich den Löschwagen ausgeliehen. Er füllte ihn mit Quellwasser aus den Bergen und löschte meine Schwestern und mich mit dem eiskalten Wasser. Was haben wir gelacht und geschrien? Seine Augen leuchteten. Er konnte so lieb sein. Und so böse. Damals habe ich ihn sehr geliebt. Das waren schöne Zeiten. Tja, also Charlies Familie scheint ja auch nicht perfekt zu sein. Ja, hast du heute Abend schon was vor? Hast du heute Abend was vor? Arbeiten.
Ich müsste zur Probe, aber ich brauche das Geld. Vor Semesterbeginn im September fahre ich für eine Woche nach Hause. Stimmt, das hast du erzählt. Das freut mich. Du warst doch seit Jahren nicht mehr zu Hause, nicht? Ja, es ist 4 Jahre her. Seit ich fort bin, verstehe ich mich nicht so gut mit meinem Vater. Das Gefühl kenne ich. Das kommt oft vor, nicht? Wenigstens freue ich mich auf den Rest der Familie. Vor allem meine Schwestern und Mutter. Na dann. Wünschen wir Charlie viel Glück bei seiner Reise nach Hause. Vielleicht verträgt er sich ja auch mit seinem Vater. Aber ja, die Zeit ist erstmal wieder um. Deshalb werden wir an der Stelle hier mit dem Gespräch im nächsten Video weitermachen. Bis dann. Tschüss.